So da, was geht Leute, weiter geht's mit dem Live-Commentary. Wir benutzen die schallgedämpfte Executioner. Und es ist nicht die erste Runde, die ich heute spiele, weil ich hätte vorher eigentlich schon eine Runde gespielt. Nur hat es dann geheißen, ja, es war Horse Migration. Leider müssen wir dann Gameplay löschen. Also, ich meine, was sind schon 36 Kills mit der schallgedämpften Executioner in der Runde? Ich meine, hey. Danke, Treyarch. Wenn ihr mal Spaß habt, wird mir wieder alles versagt, gell? Da habt ihr nämlich dann Spaß dran. Ich glaube, die glauben an meine Gameplays, damit sie es selbst dann verwenden können, weil irgendwie passiert das nur bei den guten Spielen, aber I love it. Es ist einfach großartig. Ich bin übel anpisst übrigens. Und ich habe vorher die ganze Zeit wieder eine 3-Leitung gehabt, dann habe ich mal irgendwas neu gestartet und dann habe ich Black Ops 2 nochmal gestartet und dann ich glaube, ich werde jetzt aufhören zu reden, weil dann mache ich euch alle nur depressiv, weil das ist so derb. Ich mag übrigens die Schallgedämpfte. Die macht fahren. Ich mag's. Oh Gott, wollen wir hier raufrennen? Ja, komm, scheiß drauf. Schallgedämpfte Executioner. Aus dem Grund, weil kein Mensch mit Schallgedämpfte Executioner normal rumrennt. Ich glaube, das ist so eher mein Markenzeichen, dass ich mit Scheiße rumrenne, die keiner will. Außer ich. Wo wollen wir denn? Das ist die Frage. Komm mal da runter. Dankeschön. Wir haben jetzt übrigens Blitzschlag. Ich hab die Schnauze voll von der Endstore ein bisschen. Fuck. Also die wird nicht mehr kommen. Nächste Zeit. Komm, machen wir stolz Blitzschlag. Den habe ich auch irgendwo hingejagt. Na, wenigstens ein. Zufrieden damit. Ich will hier nicht gehen, hier bei dem Nachhinein mit der. Ich mag das Ding mit Schalldämpfer eigentlich ganz gern, das macht eigentlich ziemlich Spaß. Wie gesagt, ich hätte vorher eine Runde gehabt mit 36 Kills, Alter. Genau sowas wird dann wieder gelöscht, wenn eine Host Migration drin. Es ist einfach unglaublich, Alter. Und in den nächsten paar Runden habe ich dann immer eine 3-Leitung gehabt und bin von Leuten aber richtig, die aber um die Ecke abgeschossen waren und so ein Scheiß. Also es ist, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich als erstes geschossen, aber wahrscheinlich hat man es auch nicht gesehen. Okay, danke für das Board. I'm pissed. Get over here and die. Ah ja, und schnelles Magazin habe ich auch noch drauf, weil. Was? Okay, ich habe Angst. Da, Marke, yes. Ich hab so viel Spaß gehabt und dann wird's einfach nicht aufgenommen. Kinomodus fick dich in den Arsch. Du kannst. Was? 10-3. Naja. Na ja. Auch keine 36 Kills, hä? Sind's auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Meine Fresse. Yes! Okay. Let's have some fun, bitches. Let's have some fun. Ich will hier nicht sein, ich will hier weg. Drohne. Ah, scheiße. Naja. Man kann nicht alles haben im Leben. Ich habe eine 3-Leitung übrigens. Nur dass ihr es wisst, ich meine. Als würde das in Black Ops 2 einen Unterschied machen, ich meine. Überhaupt nicht. Ich weiß, es tut mir leid. Ich bin anpissed, ich bin ziemlich derb anpissed, ehrlich gesagt. Danke für den Tarnhelikopter, ich weiß es zu schätzen. Keiner aus meinem Team hat eine. Bitte sag mal, dass irgendwer eine Stinger dabei hat. Weil ich werde jetzt nicht das halbe Spiel hier drin stehen bleiben, Alter. Ach, scheiß doch drauf, leck mich doch am Arsch. Natürlich greift der Tarnheli mich wieder an. Weil ich mir die meisten Punkte von meinem Team habe. Okay. Weniger Beschwerden, mehr gut sein in dem Spiel, let's do this. 15-7 ist immer nicht gerade fantastisch. Das ist ziemlich jenseits von fantastisch. Ja, wir verlieren diesen Kampf. Was ich bald machen werde, ist die ganzen scheiß DLCs löschen, weil ihr dann vielleicht mal wieder eine ordentliche Leitung kriegt, die nicht immer einer Dreierleitung ähnelt, weil das ist nicht so lustig, wie es sein könnte. Ja, ich höre jetzt auf, das mit dem Spiel, okay?
Nein. 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 Nope. 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 Und die Map passe übrigens immer noch. Das wäre interessiert. Fick dich. Na los! Okay. Ich verwehr eigentlich fast nie Abschüsse, weil es eigentlich fast gar nichts bringt. Das hätten sie eigentlich schon mit mehr Punkten machen können. Weil wer zum Teufel, ich verwehr, ich weiß nicht, ich lass einfach aus. Die Abschuss verwehren, weil ich keinen Grund drinnen sehe eigentlich. Dreh dich um und werde überrascht, mein Freund. Oh, Jesus, okay. Schlau spielen diese. Okay, dann lassen wir das Baby hier mal fliegen. Da kommen wir. Wie gesagt, ich mag's. Ah, ein Kill immerhin. Fuck it. Weiß ich nicht, da liege ich da nicht irgendwo rum und dann muss ich drauf warten. Du willst mich da verarschen, aber die mag es aber kriegt. Fuck you. Fuck you ganz herzlich. Nein, mein 22 Kills wäre. Ich will. Komm schon. Und dann hoffentlich Host Migration, das wäre geil. Ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein. Du willst ja auch nicht mehr sein. Ich befreie dich. Ich bin der Messias, der euch befreien wird von eurem Leid. Der Executioner Messias. Ohne Scheiß, wenn es Executioner geben würde, hätte ich schon vor langer Zeit wahrscheinlich aufgehört, dass ich Black Ops 2 spiele. Das ist sehr gut möglich. Weil das ist das letzte, mit dem ich noch richtig gefahren habe. Und mit den anderen Pistolen, das ist eigentlich. Weiß nicht, wenn es euch zurzeit auch keinen Spaß mehr macht, dann könnt ihr es gerne mal mit den Pistolen ausprobieren. Weil es macht hammer viel Spaß mit den Pistolen. Weil es einfach furchtbar ist, zum Beispiel Executioner schallt einfach. Wer zum Teufel kommt auf die Idee? Und genau deswegen macht es Spaß. Es macht nicht so viel Spaß, mit PDB oder MSMC rumzurennen. Wir wollen die Welt zu einer besseren machen. Nehmt Schrott. Mit freundlichen Grüßen, diese Snipe. Schaut, dem wird es auch nicht mehr viel Spaß machen, weil er einfach irgendwo am Ende der Map campt. Deswegen. Teamkollege, du willst mich doch verarschen! Kannst du denn nicht besser oder irgendwas? Ja, okay, dem Spiel messern. My bad. I'm going in, cover me. Oh, Scheiße. Okay. Scheiß kugelsichere Arschweste. Nein! Gottverdammte Scheiße. Wo ich immer stirb und wo ich dann umfliege, Alter, das ist so derb. Naja, 30 Kills, ha? Zwar bei Weitem keine gute KD oder irgend so ein Scheiß, aber bei Gott, viele Kills dafür, dass ich, für das, was ich benutze. Ich mag die Executioner Schall einfach irgendwie sogar langsam fast richtig gern. Man wird es nicht glauben. Na, wahrscheinlich schon. Ich glaube, ihr wisst, was ich hier immer mache in dem Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Nice. Ich weiß nicht, wo ich nach den Arschlöchern suchen soll. Da sind welche. Tretet herein! Oder freut euch des Lebens! Komm schon. Naja, 32-13 mit der schallgedämpften Executioner. Hätte schöner werden können, aber hey. Wenn es der Kinomodus aufgenommen hat, bin ich auch zufrieden. Hoffe, es hat euch gefallen. Ah, ich glaube, die Waffe werdet ihr jetzt öfters mal sehen. Weil das ist das Haus des Spaßes. Die Executioner schallgedämpft. Amen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.